Okay, jetzt sprechen wir mal mit dem Mr. Bragg an. Ahoi! Ich fahre dich jederzeit wieder raus! Nun muss das hingehen! Wasserhafen. Also auf nach Wasserhafen! Anker gelichtet! Rico, wir sehen uns! Letzten Segen Dinge! Und damit willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin. Im letzten Part haben wir ja die Stadt erkundet und Team Magma vom Aquamuseum vertrieben. Und jetzt erholen wir uns den EP-Teiler zurück. Also den EP-Teiler. Damit wir uns an den Kader entwickeln können. Und wir einen Ninja-Turm kriegen. Unser zweites Team-Pokémon. So, aber zuerst müssen wir nach Blütenburg City zurück, um den EP-Teiler zu holen. Wir haben jetzt die Devon-Waren ja jetzt abgegeben. Und bekommen jetzt als Belohnung den EP-Teiler. Aber ich glaube, jetzt hierfür will ich speeden, weil das ist eher... Ja, hier waren wir eigentlich schon, ne? Oder soll ich speeden, was meint ihr? Moment, ich schließe mal kurz Fraps. Ich habe da die Befürchtung, dass man dann... Achso, Fraps. Fraps ist schon geschlossen. Okay. Okay, ich habe da gerade das kleine Symbol da im Desktop gesehen. Dieses Fraps-Symbol, da war eine 99 da oben. Da habe ich jetzt gedacht, das wäre jetzt die Frame vom Emulator. Naja. Also ich werde hier speeden. Das sind ja eher uninteressante Kämpfe. Wir waren hier schon mehrmals. So, dam. Jetzt hat man wahrscheinlich mein nerviges Tastengezippel. Okay, jetzt speed ich mal nicht mehr. Hey du, gib mir dein Gameboy oder was auch immer du da in der Hand hast. So, hier ist die Corporation, wie auch immer, wie auch heißt. Devon Corporation, glaube ich. Ja, Devon Corporation heißt die, oder? Ja, doch, ja. Egal, nicht so wichtig. Und meine Katze ist vor meiner Tür und schaut auf die Tür. Ich wette, jetzt fängst du gleich zum Kratzen an. Du hast meinen Brief übergebracht. Herzlichen Dank. Dies ist ein Dankeschön von mir. Es wird dir als kleines sich helfen. Den App-Teiler. Trägt ein Pokémon den App-Teiler, so erhält es in jedem Kampf Erfahrungspunkte. Auch wenn es gar nicht am Kampf teilnimmt. Ha, wie lustig. Ich würde sagen, der Peter ist sehr nützlich, um zwei Pokémon aufzuziehen. Ja, das so, so ist es auch. Und unser schwaches Ninkada bekommt den EP-Teil jetzt. Es trägt momentan die Flinkklaue. Die nehmen wir ihm erst einmal ab. Okay, und jetzt heißt es zurück nach Gravelport City. Ich glaube, ich pausiere schnell und sehen wir uns vor im Gravitoport City wieder, und zwar vor dem Boot des alten Herrn. Bis gleich! Und hier bin ich wieder. Wir sind jetzt wieder in Gravitoport City. Und ja, ich würde sagen, wir trainieren jetzt unseren Ninkada ein bisschen, damit sich es auch entwickeln kann und wir endlich unser Ninja-Tom bekommen. Ich weiß nicht, ob man Ninja-Tom sagt oder Ninja-Tom, ich sage lieber Ninja-Tom. So, und hier ist unser nicht drittes Teammitglieds-Pokémon Minium. Minun. Okay, wie greift man Minun denn an? Mit Kraftwohl, ne? Zack, zack. Zack, zack. Ähnelt irgendwie auch einem Pikachu vom Aussehen her. Da gibt es auch mehrere Pokémon. Pachirisu ist eins, Emolga ist eins, Plusle ist eins. Und noch für Pokémon, die Pikachu ähneln. Pichu, Raichu. Ja, da gibt's viele. Ich würde fast sagen in jeder Generation, aber in der zweiten gibt es glaube ich kein Pokémon. Oder gibt es in der vierten ein Pokémon, das Pikachu ändert? Ähnelt. Muss ich jetzt gerade nachdenken. Ja, Pichu eigentlich, ne? Habe ich ja gerade gesagt. Also gut, dann gibt es in jeder Generation ein Pokémon, das Pichu ähnelt. Pikachu. Und ich würde sagen... Ja... Fritzeblitz. Kann man sich ins Team reintun. Ist auch ein gutes Pokémon. Dieses Pokémon werden wir aber nicht besiegen, denn wir werden es ins Team reintun. Jawohl, wie unser drittes Pokémon ist ein Fritzelblitz. Also ein Voltenzo. Ist ein gutes Elektro-Pokémon.
Ist auch sehr schnell, habe ich gesehen im Wikipedia, im Poké-Wikipedia, wie auch immer. Und ich hoffe, Fritzelblitz wird uns gute Dienste leisten. Fritzelblitz, Gewitter, Größe 0,6 Meter, Gewicht 15,2 Kilogramm. Fritzelblitz speichert Elektrizität in seiner langen Körperbehaarung. Dieses Pokémon stimuliert seine Beinmuskulatur durch Stromstöße, dadurch ist es in der Lage, explosiv zu beschleunigen. Was ihn auch sehr, sehr schnell machen wird, hoffe ich. Ich kann immer kurz einen kurzen Blick aufs Wesen werfen. Auch wenn ich nicht so einen großen Wert auf Wesen lege. Es hat das Wesen Forsch den Initiativwert erhöht. Aber ich glaube mal, es hat die Verteidigungswert erhöht, denn ich glaube, dass die Verteidigungswert ein bisschen überdurchschnittlich ist. So, und ich glaube, ich werde jetzt ein bisschen mit Speed trainieren. Oh, soll ich Speed trainieren? Ne, komm, wir haben ja eine Route vor uns. Also, ja, komm, lass uns mit dem trainieren. Ich habe ja im letzten Part gesagt, wir wollen unsere Nikalia in-screen trainieren und ich glaube, das wird ein bisschen zu langweilig. Und ich will mich ja nicht langweilen, ich will euch ja unterhalten. Bla 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 bla. Deswegen überspringe ich jetzt auch die Schwester Joy, die uns ständig wieder 5 Minuten voll quatscht, wie toll unsere Pokémon sind und dass sie geheilt werden müssen. So, wo sind wir denn hier jetzt eigentlich? In der Route 13 sind wir? Oder Route 111? Ich kriege schon wieder einen Sprachfehler. Wir sind hier auf Route 110. Okay. Was hast du zu sagen? Was soll ich tun? Schnurstracks über den Radweg nach Malenfroh für die City fahren oder in die untere Straße nehmen und nach Pokémon suchen. Sieht was aus. Wir müssen die untere Straße nehmen, da wir kein Fahrrad haben. Tut mir leid, aber auf dem Radweg sind Fußgänger nicht gestattet. Das ist gefährlich. Bring bitte dein Rad mit. Ich habe aber kein Rad. Ich habe kein Rad. In der ersten Generation kann man sich an dem vorbeischleichen, an dem Radweg, durch einen Glitch. Den habe ich sogar mal gezeigt, in der Game-Edition, glaube ich, war das. Ich würde überall hingehen, um meine elysischen Pokémon zu präsentieren. Elysis, du hast doch eine Stadt in Sinnoh, oder? Ja, ich bin ja nicht der besonders purehafte vierte Generation Spieler, aber Elysis kenne ich. So, hier ist das Gegenteil von Minun, Plusse. Viele sagen Plusse, aber ich sage Plusse, denn es heißt Plusse. Es entspricht einem Plus und nicht einem Plusse. Also jetzt senke ich einfach mal die Genauigkeit. Es kann ja nicht durch Elektroattacken getroffen werden, unser Nikada, da es ja ein Boden-Pokémon ist. Das heißt, Plusse muss mit normalen Attacken unser Nikada angreifen. Und das Positive auch ist, kann auch nicht paralysiert werden. Und immer wenn ich an Plusel denke ich sofort an Donnerwelle. Ja, deswegen ist hier ganz gut, einen Nikada bei sich dabei zu haben. Aber später, wenn wir einen Ninja Dom haben, dann funktioniert es nicht mehr, denn dann. Jetzt kommt eine Singlebeere. Denn dann verliert es seinen Bodentyp wieder und wird stattdessen ein Geisttyp. Also das mit der Katzfolie, das geht überhaupt nicht voran. Scheiße, dass ein Kader keinen Silberblick oder sowas kann, um die Verteidigung des Gegners zu senken. Das würde dann viel schneller gehen. Vielleicht zieht es eher Zerschneider mehr ab. Ja, nicht besonders viel. Aber Plus zieht auch bei uns nicht sehr viel ab. Naja, ich darf jetzt weiter mit Zerschneider an. Hoffentlich bringt es was. Achso, ja, er hat Heule eingesetzt. Das würde erklären, warum unser Plus, unser den Kader so wenig abzieht. Gerade. Wenn es so weitermacht, dann fange ich jetzt an zum Speeden, aber ich glaube, zu dem wird es nicht mehr kommen, denn in ein, zwei Angreifen wird es schon erledigt sein. Ja, jetzt noch einmal angreifen und es ist down. Wahrscheinlich hat es nur noch 1 KP oder so, oder 2 KP. Ich wäre eher für 1 KP, naja, aber jetzt ist es down. Ah, kurz vorm Level up, aber ja, jetzt kommt Minun. Ich weiß nicht, schafft den Kader es auch noch. Ich greife einfach an, jetzt ist der Schneider, wir haben ja genug Zeit. Ich werde hier nicht speeden, obwohl der Angriff wurde schon extremst gesenkt. Ich glaube, ich wechsle doch jetzt. Und zwar hole ich jetzt Jungblut wieder raus. Oder Fritzeblitz wäre sogar auch eine Überlegung. Und ich mache kurz Pause.
greifen wir an mit, oder wollen wir zuerst unseren Angriff erhöhen? Nee, komm, das können wir später auch noch machen. Er setzt eh ständig Heule ein, also bringt es eigentlich nichts. Und ich weiß nicht, das Kind, das jetzt eine Donnerwelle kommt. Ach, scheiße, jetzt kommt als nächster Angriff Donnerwelle, shit. Weil ich gesagt habe, dass hoffentlich keine Donnerwelle kommt, das ist so ein Unglück. Das ist so ein Unglück bei mir, für die, die nicht meine Pokémon-Let's Play so oft schauen. Immer wenn ich sage, hoffentlich kommt nicht so und so, dann kommt es dann auch und jetzt wechsle ich. Weil ich mein Unglück vorhersehen kann und jetzt kommt Ninkara wieder in Einsatz. Okay, diesmal hat sich kein Unglück. Ja doch, ich hatte jetzt Unglück, weil ich gewechselt hatte. Das war das Unglück. Naja, ich glaube, ich bin ein bisschen paranoid jetzt gerade. Naja, aber immerhin ist jetzt der Angriff von Ninkara wieder auf normal zurückgesetzt worden. Jetzt fängt er aber allerdings wieder an, meinen Angriff zu senken. Und reicht's? Ich glaube eher nicht. Ah, das reicht nicht. Habe ich mir doch gedacht. Naja. So, jetzt noch einmal zur Schneider. Boah, stinkt gerade bei mir. Ein Bruder war gerade da und hat so ein Deo drauf. Boah. Stinkt jetzt überall. Das kriegt er immer auf, wenn du irgendwo hingehst. Echt schlimm, so ein scheiß Deo. Also, ich rede hier nicht von so normalen Deos. Ich hasse solche Sprühdeos, die so richtig, richtig stinken. Oh. Oh, Schönheit reicht nicht aus. Habt ihr ein Glück, dass ihr nicht riechen könnt, weil es riecht hier gerade richtig, richtig von, ja, ich sag jetzt mal, von Deo hier in meinem Zimmer. Drei Schritte und zwei Schritte. Und du erreichst das wunderbare Rätselhaus. Davon habe ich ja ein Special gemacht im Saphir Let's Play. Schauen wir uns allerdings erst an, nachdem wir hier diese Route angeschaut haben. Spürst du nicht die wohlige Berührung unseres wohltuenden Wohlgeruchs? Bist du ein Hippie oder was? Komm, geh weg. Okay, Aroma Lady Margarete. Weißen Omas Margarete. Ja, ich weiß nicht, schafft den Kader einen Roselia? Schade, dass es kein Blutsauger mehr kann. Naja, ich riskiere es jetzt mal. Absorber. Okay, zieht nicht. Ja gut, es zieht auch noch sehr viel ab. Weil es ja ein Normal-Pokémon vom Normal-Pokémon und ich rede hier wieder ein Kauderwelsch. Weil es ein Normal-Pokémon und ein Käfer-Pokémon ist. Normal. Okay, weil es ein Boden und ein Käfer-Pokémon ist, zieht Absorber normal. Normalen Schaden ab. So ist es richtig. Jetzt habe ich mir gerade die Augen zugehalten, damit ich es auch richtig aussprechen kann. Da habe ich manchmal Probleme mit dem Aussprechen, dass ich manchmal so undeutlich rede. Oh nein, jetzt kommt eine Stachelsporen-Attacke. Ich hasse Stachelsporen. Stachelsporen sind scheiße. Ja gut, ich bin ja darauf schon vorbereitet. Amrenabel, die haben mir unseren Jungblut ja vor ein paar Pass gegeben, weil ich befürchtet hatte, dass irgendwann mal so eine Scheiße kommt. Ja, vorherdenken. Das ist das Ziel, um Pokémon-Meister zu werden. Lass dich vom Duft nicht ablenken lassen. Ey, ja, der Duft von dem Deo höchstens, ja. Warte, jetzt hier oben können wir noch hingehen. Wir haben jetzt die Schneide, glaube ich, dabei. Ja, unser Ninkada kann jetzt die Schneide, stimmt. Zack, aber wenn es sich entwickelt... Moment, wir brauchen eine freie Stelle im Team. Ich muss mal schnell ein Pokémon... Ich muss dann ein Pokémon noch ablegen, weil... Um einen Ninja-Tom zu bekommen, brauchen wir eine freie Stelle in unserem Team. Ihr werdet nach der Entwicklung auch wissen, warum. Denn ansonsten kriegen wir keinen Ninja Tom. Naja, holen wir uns erst noch die drei Bären hier ab. Eine Yonago-Bäre. Und dann finden wir hier eine Arena-Bäre. Kevin führt die zwei Arena-Bären. Okay, genug rumgekiddizt. Rumgekiddizt heißt das so? Naja, ihr wisst schon. Herumgealbert. Verdammt, ich denke, dass dauernd, dass wir ein Fahrrad haben, aber wir haben noch gar keins. Ich bin erst, ja, ich bin noch zwei Parts, habe ich noch verschlafen, ne? Also erst in zwei Parts werden wir ein Fahrrad wahrscheinlich haben. Ne, Moment, jetzt habe ich gerade wieder ein bisschen falsche Scheiße geredet, naja, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. In zwei Parts haben wir höchstwahrscheinlich ein Fahrrad, das will ich damit sagen. Oder andeuten, je nachdem. Und meine Katze Mauns. Na Katze, was willst du? Soll ich dich aus dem Zimmer schmeißen? Warte, ich tue noch schnell mein Zubat ablegen und dann schmeiße ich dich aus meinem Zimmer raus. Okay Katze, jetzt kriegst du aufs Maul.
Moment, kann ich mach das mal inscreen, damit ihr hört, wie ich die rausschmeiße, die Katze! Na komm raus, du! So, okay. So, ein kleiner Outtake-Video, wie auch immer. Und jetzt, ja, gehen wir zurück. Jetzt haben wir ja eine freie Stelle im Team. Let's go back to Route 110. 110. Okay, die haben wir schon. Hier ist ein Doppelkampf. Ich mag Doppelkämpfe. Jo, wir kämpfen als Team. Nicht Jo, so heißt die. Ah, wir kämpfen als Team, sagt die Jo. Naja, egal. Ey, yo! Yo, was geht? Okay, Zyklosluminum war zu erwarten. Irgendwie hatte ich das schon im Urin, dass sowas mal kommen wird. Haben wir einen Trank? Nee, schade. Jetzt müssen wir leider einen Spul verschwenden. Das 60 KP halt. Obwohl unsere Nekade nur 30 KP, also wer hat sich halb rentiert. Und warum ich jetzt anders machen soll, ich hätte angreifen und dann heilen sollen, das wäre die bessere Option gewesen. Naja, denken wir erstmal die Initiative. Klusel will Minum helfen, beziehungsweise umgekehrt. Minum will Klusel helfen, genau. Und jetzt kommt Donnerwelle, ja, mich paralysiert, ich mag es nicht. Okay, den Kader greift mal mit Sandwirbel an. Greift es beide Gegner? Nee, es gibt jetzt trifft nur zwei, nur eins von den Gegnern. Was ist denn das Nervigste? Was mache ich denn am wenigsten? Plus oder Minus? Was mache ich in der Schule weniger? Addieren oder subtrahieren? Subtrahieren. Und Fadenschuss. Okay, greifen wir die Minusaufgabe an. Und sinken die Genauigkeit. Und... Ach, verdammt. Okay, Fadenschuss trifft beide Gegner, leider, warum leider? Ja, aber leider ist es paralysiert, was den Angriff ein bisschen erschweren tut und Heule trifft auch beide Gegner. So, jetzt haben wir die Plus- und Minus-Aufgabe Sand ins Gesicht gestreut. Die armen Kinder, wenn sie, ich wette, so, so Drittklässler, die so Pokémon Rubin und Saphir spielen und Angst vor einem Mathe-Test haben und dann die zwei Pokémon sehen, werden dann Angst haben, oh scheiße, morgen muss ich Plus rechnen, oh scheiße, morgen muss ich Minus rechnen. Naja, ist deren Problem, unser Problem ist es hoffentlich nicht mehr, falls ihr, ja, falls ihr so ein Problem, also falls ihr nicht mehr so jung seid. Naja. Okay, ja. Also zum ersten Mal hat der Fadenschuss jetzt funktioniert und jetzt gehe ich auch in den Angriff über. Und Wampel kann euch weiter Fadenschuss einsetzen. Ist zwar nicht in unserem Team, aber egal. Das kann ruhig auch mal ein bisschen was machen. Und unser Angriff sinkt weiter in den Keller. Ich will mal Fritzelblitz einsetzen. Ich habe irgendwie das Verlangen, den Kater zuerst zu entwickeln. Okay, ich mach's jetzt so. Zerschneide und, nein, Moment, ich mach's mal anders. Zerschneide und, ja, komm, ich hab jetzt, ich hab gerade den Plan gehabt, dass, Ninkada unser eigenes Wampel angreift, damit Ninkada die Erfahrungspunkte kriegt und Wampel keine. Aber das wäre eher eine dumme Taktik. Wenn zum Beispiel Klusel dann unseren Ninkada dann erwischt hätte, wäre ich da gestanden wie der letzte Idiot. Und das war mir jetzt dazu heiß. Deswegen habe ich das jetzt gerade nicht gemacht. Sondern senke lieber die Initiative von den Gegnern weiter. Ach, wisst ihr was, ich mach's trotzdem. So. Zack, jetzt greifen wir unser eigenes Wampel an. Damit wir keine Erfahrungspunkte auf Wampel kriegen. Und setzen jetzt unser Fritzelblitz ein. Ach komm, die setzen ja nur Heule ein. Fällt euch nichts Besseres ein, Mensch. Ihr müsst doch mal angreifen. Ruckzuckip zum Beispiel. Na gut, mehr könnt ihr auch nicht. Donnerwelle wäre noch eine Option, aber die funktioniert nur bei meinem Fritzelblitz.
So, hoffentlich haben die nicht die Fähigkeit Statik, sonst ist mein Linkrader paralysiert. Ich höre jetzt mal den Angriff von Fritzeblitz mit Jaule. Wahrscheinlich wird er jetzt gleich wieder um 2 gesenkt. Okay. Das ist das erste Mal, oder? Ah, beide haben die Attacke abgewehrt. Cool. Okay, das ist das erste Mal. Also hat der Jaule das jetzt ausgeglichen, was wir jetzt da gesenkt bekommen. Okay, zerschneide und Donnerwelle. Okay, jetzt greifen sie endlich an. Gott, endlich greifen die an. So, paralysieren wir die zwei Pikachu-Fakes einfach mal. Während Linkale die ein und ja, die nach und nach schwächen tut. So, könnt auch Silberblick einsetzen, um die Verteidigung zu senken. Ja, auch eine Option. Und dann kann Linkale hier auch super agieren. Ich glaube, das mache ich sogar, weil Silberblick trifft beide Gegner. Ich wette, der Kampf hier wird das Thumbnail dieses Videos sein. So, Silberblick. Okay, das erste pausiert schon mal den Angriff und der andere verfehlt. Na ja, gut, besser kann es gar nicht mehr laufen. So, und jetzt wird die Verteidigung gesunken, damit der gesenkte Angriff sich wieder ausgleichen tut. Während Ninkada, ja, ich greife jetzt wieder an. So, Kurve. Und Silberblick. Ich glaube, der will Minen und helfen. Also ich weiß nicht so recht, was in rechter Hand überhaupt was bringt. Wahrscheinlich irgendwas, dass die Status. Nee, das tut wahrscheinlich die, Wie heißt? Die Werte von Plusel auf Minum übertragen, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher. Und ja, eigentlich wäre die Attacke dann eher nur für taktische Fälle gedacht, aber ich glaube, taktieren ist für die zwei Gegner vor uns eher ein Fremdwort, weil die taktieren hier überhaupt nicht. Die senken einfach nur Heule ein und zufällige Random-Attacken. Okay, es ist jedes Pokémon auf dem Feld paralysiert, außer in den Kader. Weil in den Kader ein Boden-Pokémon ist, das ist der Vorteil an den Boden-Pokémon. Okay, ein Aussetzer. Aussetzer, ja. Naja, aber Fritzeblitz trifft irgendwie jetzt so gerade sehr gut. Ich hätte jetzt gedacht, dass es nicht trifft. So, und jetzt machen wir es down. Zack und zack. Okay, der erste spielt auch ein auf Weichei und ja, wird auch jetzt gekillt. Keine Weichei gibt es hier, nur die harten kommen in den Garten. So, jetzt ist es, heißt es 2 gegen 1. Der Kampf dauert auch eh schon zu lange. Dann mache ich halt in diesem Part nur diese eine Route hier und dann machen wir im nächsten Part. Ja, die Route, die über das Wasser führt. Und den Rätselmeister. Wobei, ich glaube, das schaffen wir gleich im nächsten Part. Naja, so lange dauert der Rätselmeister auch nicht. Ich werde mir schon einfallen lassen, wie ich das machen werde. Der Kampf ist gleich vorbei, Leute, also habt noch ein bisschen Geduld. Im letzten Part haben wir ja nur geredet. Das gleicht sich hier jetzt mit einem Part aus, in dem wir nur kämpfen werden, anstatt quatschen. Ist auch mal was, da hat man einen Redepart und einen Kämpfepart. Und jetzt macht Fritzeblitz einen auf Weichei. Mensch, Fritzeblitz, ich hab dich gerade ins Team geholt in diesem Part und du fängst jetzt schon an zu streiken, das gibt's doch nicht. Ist ja wie bei der Bahn. So, und tschüss. Ja gut, die Bahn ist ja auch so schnell wie ein Fritzeblitz. Okay, jetzt haben wir noch den hier. Mein Pokémon ist einfach anbetungswürdig. Nur keine Scheu, ich zeig's dir. Okay, die Stimme war ein bisschen kindisch, aber naja. Ein Pokéfan, Miguel, der sein Kind vergewaltigt. Okay, Eneko oder Enzio. Enzio von Julians Block Battle. Ich sag Enzio zu dem, weil Enzio klingt cool. Okay, Verteidigung von
Enzio singt. Wir müssen aufpassen. Enzio hat eine Taktik. Und zwar greift es an mit Gesang, Anziehung, Duplexiv, was wir jetzt sehen. Und noch andere Attacken. Habe ich in Erinnerung. Weil dieses Pokémon ist mir tierisch auf den Sack gegangen, wo ich mal gespielt habe, diese Edition. Immer wenn ich ein neues Pokémon eingesetzt habe, hat es die fucking Gesangsattacke eingesetzt. Das war echt nervig. Ja gut, ich setze jetzt gerade aus Fleißsetzer Sandwirbel ein, damit der Gesang nicht treffen kann von Enzio. Aber Enzios Battle war ganz nett. Das habe ich gehört, das Lied von Enzio nachdem Deutschland gegen Italien verloren hat, in der EM, genau, dann habe ich das Lied voll aufgedreht. Ne, also falls ihr das Lied nicht kennt, tippt einfach mal auf YouTube ein. Julians Blog Battle Enzio. Das ist ein gutes Video, kann ich gut empfehlen. Und dann werdet ihr wissen, warum ich das Lied nach dem Spiel gegen Italien gehört habe. Diese Kämpfe dauern hier schon zu lange. Oh, ich bin hier schon seit 70 Jahren kämpfe ich hier gegen Enzio und ich habe noch immer nicht gewonnen. Okay, ich habe jetzt gewonnen und es geschafft, meinen Kader auf Level 70 zu trainieren. 17 meine ich, nicht 70. Oh, sowas aber auch, mein geliebtes Pokémon. Na, vielleicht haben wir in diesem Part sogar noch Zeit für den Rettemeister. Oh, beide ist noch einer. Wenn nicht sogar zwei, wenn wir Pech haben. Da durch. Oh, meine Angelschnur hat sich verheddert. Jetzt bin ich frustriert und wütend. So, und du darfst es ausbaden. Ja, schönen Dank auch. Echt freundlicher Trainer hier. Mit einer Angel. Ansgar ist er. Mit einem Carpador Level 5. Level 5! Carpador! Ciao! Okay, gibt's kaum Erfahrung, das war gerade ein Fail, was da gerade kam. Tentare! Level 10, oh, keine AP mehr, scheiße, Katsuri. Ja, trifft nur zweimal, fünfmal wäre es schön gewesen, dann wäre es wahrscheinlich down gewesen. Und jetzt sei doch nicht verwirrt in den Kader. Ich weiß, dass du bi-neugierig bist und verwirrt jetzt bist, aber jetzt hör auf, dich selbst zu verletzen, ja? Ritzen hilft doch auch nichts. Jetzt hat er auch noch Gift geschluckt, also Nikada ist echt ein Hardcore-Emo. Was mache ich denn jetzt? Wie kann ich Nikada helfen? Am besten wechsle ich es aus. Das hat doch so keinen Sinn mehr. Nikada hat eh kein Leben mehr. Nikada has no real life. Okay, dann setze ich mein Feuer-Pokémon jetzt ein gegen dieses Wasser-Gift-Pokémon. Und greife mit Doppelkick. Treten wir es zum Mond zurück. Obwohl es gar nicht vom Mond kam. Ich kommentiere ab sofort keine Carpador-Kämpfe mehr. Tschüss. Das war das letzte Carpador, was ich jemals kommentieren werde, beziehungsweise habe. Und Junglut lernt Sandwirbel. Ich bin in der Überlegung, ob ich Schnabel raushauen soll, weil Schnabel werden die nicht so oft verwenden. Ja, komm, ich hau Schnabel raus. Da halt doch den Schnabel! So, Spieler besiegt Ansgar. So, was hast du zu sagen? Wenn du von hier das Meer überquerst, nimmst du einen Abkürzer nach Rosalstadt. Naja, das ist doch kein praktischer Tipp. Oh, unser Pokémon leidet! Unser Pokémon ritzt sich und hat sich zu Tode geritzt. Unser armes Kader hat sich zu Tode geritzt. Okay, ich spiele jetzt damit ihr noch rechtzeitig vor den 30 Minuten beim Rätselmeister zurück sind. Damit das Thumbnail schön aussieht mit einer 30-minütigen Genauanzahl. Oder in dem Fall, ja, könnte ich jetzt noch 30 Sekunden voll quatschen. Soll ich? Ja, quatschen die alte Lady noch an. Beziehungsweise die alte Dame. Ich habe keine Rat, weil ich werde gemütlich unter die untere Straße schlendern. Ja, du spielst Schlender, genau. Slender. Boah, Slender. Ich habe vielleicht Angst vor Slender.
Vielleicht werde ich sogar mal Let's Playen, wenn ich Lust habe, aber ich glaube eher nicht, weil ich so viel Schiss vor dem Spiel habe. Ich habe es noch nie gespielt, aber auch mal andere Let's Plays davon angeschaut und davon hatte ich schon Schiss. Okay, dann sage ich jetzt Tschüss und sage bis zum nächsten Part, Leute, wo wir jetzt die meisten machen werden. Also, ciao!